Herzlich willkommen zurück. Das Tor zur Gruft des Vaters, die laut unseren Aufzeichnungen auf dem Bergkamm sein sollte, hinter diesem Altar. Dort hat das Reich des Vaters seinen Ursprung. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Doom Eternal. Zwei Prüfungen. Rüstung, sehr schön. Mehr Munition. Auch immer gerne gesehen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, soweit. Ah. Ich glaube, der wird freigesetzt, sobald wir da reinkommen, würde ich fast schätzen. Gibt es hier irgendwas mitzunehmen? Nö, diese Prüfung auf jeden Fall. Da hinten geht es dann noch. Aber ich glaube, das dauert noch, bis wir da ankommen. Da haben wir noch ein Leben, da haben wir noch mehr Leben. Geheime Begegnung und so weiter und so fort. Frech. Na gut, stimmt, Rüstung brauchen wir tatsächlich gerade nicht. Ja, dann mach du mal. Du sollst bitte zweimal springen. Dann dashen. Ah, okay. Genau, fetzt euch mal noch ein bisschen. Also gegenseitig. Was willst du da eigentlich noch? Hi Kako? Jetzt können wir, sag ich mal, wieder Rüstung gebrauchen. Vielen Dank. Oh, noch mehr. Ja. Danke. Ihr seid sehr angenehme Rüstungslieferanten. So war das eigentlich nicht gedacht. Andererseits war das, glaube ich, gar nicht schlecht. Ah, okay. Hier war ja irgendwo noch ein Level up, ne? Ah, das ist, wenn wir darüber klettern.
Jawohl. Autsch. So, und jetzt noch mal raus hier. Cool, cool. Okay. Ach, da oben ist noch mehr. Sehr gut. Und wir müssen, glaube ich, hier wieder hin, oder? Ja. Okidoki. Ups, dankeschön. Bitte einmal hochziehen. Hui. Okay, Speicherpunkt wurde erreicht. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Totem. Da ist es. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich dann doch hier rüber irgendwie, ne? Autsch. Da. Na? Also, geht doch. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Na gut, dann haben wir es hier aufgeräumt. Sonst brauchen wir auch nichts großartig mehr. Kommen wir hier zurück? Nö. Ah, da können wir dran springen. Ansonsten gibt es da hinten noch das Leben eventuell mitzunehmen. Mhm. Da war ja noch irgendwo ein Knopf. Die Ecke, würde ich sagen, oder? Jawohl. Mhm. Alles klar, alles klar. Okay, du hast das hier aufgemacht. Ein Geist. Der Geist greift Besitz von Dämonen und macht sie so zäh. Tötet den besessenen Dämon, damit der Geist ungeschützt ist. Mhm. Okay. Öfter mal was Neues.
Wenig Gesundheit, nicht gut. Sehr wenig Gesundheit. Und nichts, was ich jetzt zerlegen kann, schnell. Ja. Da geht ein Leben hin. Aber warte mal, ich... Kann ich ja, wenn ich dich erledige, kriege ich ja mein Leben wieder zurück. Noch nicht. So, na, ich hätte mit ein bisschen mehr Dings gerechnet. Gut, aber pro Leben. Unter mir scheint noch eins zu sein. Aber mit dem Geist finde ich das ganz interessant, muss ich zugeben. Das ist eigentlich eine ganz witzige Neuerung, die sie da reingebaut haben. Wenn auch, wenn es dann mehrere sind, glaube ich, relativ stressig. So, wo war jetzt hier nochmal der... Wo sind wir eigentlich hier? Na gut, das ist einfach nur ein weiteres oder ein Stück Höhle, wo wir runtergekommen sind. Schalter. Schalter, Schalter, Schalter. War der nicht hier hinten? Ja, okay. Halt immer noch die Frage, wie wir da runterkommen. Ah, vielleicht dann hier unten umdrehen, oder? Mhm. Ja, wahrscheinlich. Da wird geballert. Das Kanonenfutter. So, habe ich jetzt gerade Zeitpuppe gehabt? Okay, was auch immer das gerade kaputt gemacht hat, vielen Dank. Ah, das Ding wahrscheinlich, oder? Das Rotierende. Kann das sein? So, da man hier jetzt nicht so wirklich viel sieht. Kann ich hier irgendwie rüber? Mhm. Mhm. Dankeschön. Hallo, Level Up.
Na, komm doch mal raus. Dankeschön. Okay. Können wir nochmal hier runter, ne? Sieht man zwar weniger. Das ist halt nicht so ganz gefährlich. So, war's das? Ah, jetzt haben wir hier einen Übergang. Ja, natürlich nochmal Tentakel. Natürlich. Leben bitte. Au. So. Ich hätte dich jetzt ganz gerne mal weg. Fuck. Bitte mal raus. Dich schnell zersägen. So. Das mal hier langsam anzugehen. Gut, eine Sorge weniger. Fürs die nächste hier. Obwohl, ich mein... Ups. Ja, wenn man einmal runter hat, geht's eigentlich. Wir müssen ihn halt dann auch unten lassen. So, jetzt bitte Raketenwerfer. Weg ist er. Schön. Gut, schauen wir mal. Ich glaube, dann haben wir hier was zum Rüberboxen. Jawohl. Gut, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge klettern wir da mal hoch. Müssen wir dann Zeug mitnehmen gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.